Dieser Mann, er wollte sich beschweren wegen seiner Frau, weil seine Frau Widerworte gibt, weil seine Frau schreit, ja? Und er geht zu Umar ibn Khattab radiallahu anhu und er klopft an der Tür. Und als er ja gerade geklopft hat, er hört, wie die Frau von Umar, Umar anschreit. Der Typ, der sagt, oh, die schreit Umar an. Also wir haben ja alle gelernt, in der Sira von Umar, wenn er auf sein Pferd gestiegen ist, seine Füße haben den Boden berührt. Das war ein 2-Meter-Typ. Ja? Der ist auf dem Pferd gestiegen und seine Füße haben den Boden berührt. Ja? Und der Mann hat geklopft, aber der hört gerade, dass die Frau von Umar anschreit. Was hat der gedacht? Hat er gedacht, oh, der hat sich umgedreht, ist weggegangen. Ist zurückgegangen. Umar ibn Khattab geht, macht die Tür auf. Der sieht, dass der Mann weggeht. Sagt, nein, komm her. Was wolltest du? Der so, nein, er hat sich erledigt. Der so, komm her, hab ich dir gesagt. Was, wer hat sich erledigt? Ich sag dir, wenn ich erledigt hat. Warum hast du geklopft? Was ist los mit dir? Der sagt, ganz ehrlich, oh Führer der Gläubigen, ich wollte mich eigentlich beschweren, weil meine Frau ihre Stimme erhebt. Mich anschreit. Aber ich habe gehört, dass deine Frau dich anschreit. Dann habe ich gesagt, wer bin ich denn, dass ich das nicht ertrage? Ja, dann hat Umar radiallahu anhu ihm gesagt, ja, so ist das. Ja, warum darfst du auch nicht ertragen, dass deine Frau mal, ja, dass sie mal ihre Emotionen oder dass sie mal sauer wird? Subhanallah, die wäscht deine Wäsche, die kocht für dich, die macht für dich. Die hat auch so viel Geduld für dich, hab für die auch Geduld. Subhanallah, lass mal einfach ein paar Sachen durchgehen. Ja, und das lernt man ehrlich gesagt, wenn man älter wird, wenn man 20 ist, 22 ist, neu verheiratet ist. Oft tickt man halt nicht, so hat man diese Geduld nicht. Deine Frau, die sagt was, dann musst du auch was sagen. Dann sagt die, was willst du? Die darf niemals das letzte Wort haben. Ja? Und da ist man schnell im Bruder, weil man will zeigen, ey, ich bin hier der Mann zu Hause oder sonst irgendwas. Dann ist man oft so, dass man, ja, aber wenn man älter ist, hat man meistens ein bisschen mehr Geduld. Normalerweise sollte das so sein.